So, und damit ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer der Lausitzwelle, zu unserer Bürgermeistersprechstunde. Wir sind heute im wunderschönen Übigau-Wahrenbrück auf dem Marktplatz. Und wenn Sie unsere Sendereihe regelmäßig verfolgen, werden Sie wissen, in der Stadt Übigau-Wahrenbrück waren wir schon mal zu Gast, im Mai nämlich. Und wir haben ja versprochen, wir kommen wieder und fragen nach, was sich so alles getan hat. Und ich freue mich, dass uns Stuttgart Happig noch mal eingeladen hat. Schönen guten Tag, Frau Happig. Ja, einen recht schönen guten Tag und auch ich begrüße Sie ganz herzlich auf unserem historischen Marktplatz hier, auf den wir natürlich sehr, sehr stolz sind. Das kann ich nachvollziehen. Wunderschöne Häuschen. Wir wollen über ein Thema zuallererst sprechen. Das hat beim letzten Treffen, war das unser Treffpunkt sozusagen, die Brikettfabrik Luise. Und da hat sich in den letzten Monaten und Wochen und Tagen ja doch ein bisschen was getan. Wie ist der aktuelle Stand, frage ich. Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir über Inkult erstmal einen Antrag gestellt haben. Jetzt geht es darum, ja, nochmal genau die Ausgaben zu ermitteln. Und mein neues Stadtparlament hat bei einer Sondersitzung erstmal dagegen gestimmt. Wir geben aber nicht auf. Es wird am 6.11. nochmal bei der Luise so einen Erfahrungsaustausch oder ein Kennenlernprodukt geben, wo man sagen kann, auch diejenigen, die neu gewählt wurden als Stadtverordneten, dass sie sich über die Luise informieren können. Also ich gebe noch nicht auf. Es ist im Moment zwar ein eindeutiges Votum, aber aufgeben, nee, aufgeben, ich nicht. Gut, dann werden wir das auch weiter verfolgen, sozusagen bei uns auf der Agenda lassen. Und wir haben so ein paar Stichpunkte von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die wir heute mal besprechen wollen. Und da es sehr viele sind, werden wir das schön schnell durchreiten, sozusagen. Wir geben uns also Mühe. Gemeinschaftshaus Rothstein, erstes Stichwort. Gut. Ja, die Bürger sagen natürlich, dass in meinen 21 Ortsteilen immer nicht viel gemacht wurde. Dabei haben wir aber im letzten Haushalt 7 Gemeindehäuser renovieren können, weil die Gemeindehäuser ist nun mal der Mittelpunkt. Und Rothstein, ist lange nichts passiert, das stimmt. Aber wir konnten jetzt den Gemeinschaftsraum herrichten mit einer neuen Heizung, mit neuen Ausstattungen, mit Toiletten und so weiter und so fort. Ich glaube, da fühlen sich jetzt auch die Bürgerinnen und Bürger wohl. Und wir sind auch weiter interessiert, mit dem neuen Haushalt 25, 26 weitere Gemeindehäuser zu renovieren. Das ist ja eine Mammutaufgabe, denn Sie haben ja so viele Ja, Ortsteile. 21 Ja, Ortsteile, genau. das Da ist stimmt. das nicht immer ganz so einfach, das paritätisch einfach auch zu verteilen. Es ist ein weiteres ganz brisantes Thema hier in der Stadt. Gehfahrradweg vom Bahnhof zum Markt. Ja, Sie merken ja hier, der Markt und unser Bahnhof liegt ja ein bisschen außerhalb. Leider haben wir dort keinen Fahrradweg, auch keinen Gehweg. Und das jetzt Leute, die mit Kindern unterwegs sind, aber auch diejenigen, die zur Arbeit fahren, ja, auf diesen Straßen laufen müssen. Und Sie sehen ja den Verkehr, es wird immer mehr. Und auch hier müssen dann die Stadtverordneten mal Geld in die Hand nehmen, indem wir jetzt ja, in unseren nächsten Haushalten zumindest die Planung anschieben und dann in dem anderen Haushalt vielleicht doch einen Fahrradweg, einen Gehweg. Wir haben da Partner an der Seite, das wird ja auch die Bahn sein selber. Und da hoffen wir, dass wir da ordnungsgemäß auch Hilfe bekommen. Aber eine kleine Episode muss ich trotzdem Ja, genau, erzählen. zum Bahnhof. Ja, Das zum haben wir im Bahnhof. Das Vorgespräch bin ich gesagt. ja Genau, Bürgermeisterin. genau. Eigentlich ist ja Übigau so ein kleines Ackerstädtchen, habe ich nachgelesen, wo ja viel auch Landwirtschaft. Und der Bahnhof sollte ja mal nicht der große Bahnhof in Falkenbeck sein, sondern der sollte in Übigau sein. Aber da hier viele, sagen wir mal, reiche Bauern waren, haben die dann gesagt, nein, weil sie hatten nämlich Angst, dadurch, dass diese Dampfloks durchfahren, hatten sie Angst, dass die Milch bei ihren Kühen sauer wird. Ich denke, das hing dann eher damit zusammen, wenn die ihre Dampflokpfeife dann bedient hätten, ne? So die normale Aber Dampflok vielleicht das ist ja weniger. bloß mal ein kleiner Spaß. Ja. Bahnhof Falkenberg Ja. haben wir ja auch ausführlich in Ja, dieser alles Sendereihe gut, schon alles gut, vorgestellt. alles Da gut. passiert ja auch eine ganze Ja, Menge, das muss man genau. wirklich sagen. Mehrgenerationenwohnen, Projekt anders zusammenleben, nächstes Stichwort. Ja, wir hatten ja die alte Oberschule, die über Jahre leer stand und
die Abgeordneten haben erst die Entbehrlichkeit, dann den Verkauf beschlossen. Und zwar ist wichtig, dass wir erst das Haus an einen Verein, der hat sich dann gebildet, anders zusammenleben. Und hier ist es so ein Generationswohn, jung und alt. Wir haben sehr viele Drei-Seiten-Höfe, wo wir Ältere haben, die da untergebracht werden. Wir haben Fachkräftemangel, gerade USA sucht Fachkräfte, wo junge Familien mit Kindern herkommen können. Wir haben Alleinerziehende, wir haben behinderte Menschen, sodass die dann in dieser großen Schule dann in 27 Wohnungen dann auch untergebracht sind. Es ist ein reges Interesse, also 15 Wohnungen sind schon fast weg. Und wir haben Bundesmittel und wir freuen uns auch, dass das Land Brandenburg gesagt hat, dass es ein Modellprojekt wird. Also die Planungsphasen sind jetzt angeschoben und meine Bürger sagen immer, ach Frau Happig, ich sehe es dann erst, wenn die Bagger da sind. Aber die werden dann so 25, werden dann endlich mal die Bagger da sein. Geld, Wohnen und so, das bleibt ein Stichwort, Städtebaufinanzierung. Wir wollen mal so ein paar Stichpunkte abarbeiten, da soll sich einiges tun. Ich fange mal an mit Roter Hirsch. Ach ja, mein Roter Hirsch. Lange, lange ist es her, da wir ja noch tanzend dort gewesen sind. Ja, den großen Saal haben wir abgerissen. Der Rote Hirsch, die Entbehrlichkeit und der Verkauf ist ebenfalls über die Stadtverordneten beschlossen worden. Beim Verkauf ist es im Moment so, dass die Interessenten ja diese Städtebaufinanzierung unbedingt brauchen. Es sieht jetzt gut aus, der Schmuck war da und wir hatten eine Begehung und dass da jetzt auch Fördermittel fließen. Und nun kommt es darauf an, weil wir wollten etwas auch für die ältere Generation, also ja, behindertengerechtes Wohnen oder in Pflegedienst oder anderes. Müssen wir mal schauen, wie dann die Käufer, wie das bei den Käufern aussieht. Nächstes Stichwort, sieht man nicht so, aber Archiv 11a. Oh, ja, das ist der Markt 11a hinten. Wir haben ja hinten am Rathaus noch so, ja, so ein Shoppen und wir sind da auch interessiert, eventuell das als Archiv umzubauen. Auch hier hat der Herr Schunk uns gute Nachrichten gebracht, dass es in die Städtebaufinanzierung aufgenommen wird. Ja, und dann haben wir wieder einen Schandfleck weniger. Schlosserberge? Schlosserberge, das wird natürlich unsere Bürger hier auch sehr interessieren. Wir hatten ja Ende 2020 Baugenehmigung. Wir hatten dann, ja, sagen wir mal, schlechte Karten, weil der Verantwortliche krank geworden ist. In der Zwischenzeit ist er auch verstorben, sodass wir eigentlich richtig erst am 23, 24 anfangen konnten mit den ganzen Arbeiten. Aber jetzt läuft es auf Hochtouren. Also es sind die neuen Bäder drin, die Zimmer sind teilweise, der Fahrstuhl ist eingebaut, auch diese Rettungstreppe kommt. Und ich möchte entweder am 22. oder am 29. Januar dort dann eben auch meinen Neujahrsempfang machen. Also die Bürger können beruhigt sein, es geht voran. Kirche Übigau? Kirche Übigau, ja, einige Bürger waren etwas skeptisch, als wir die Kirche erworben haben. Aber hier geht es uns darum, etwas für die jungen Leute zu machen. Dort gibt es auch Vorstellungen, also wir wollen erstmal die Ideen sammeln, vorstellen in die Kletterwand oder sagen wir mal in Wanderkino, was dort sein kann. Oder eben ein großer Raum, so eine Art wie Kulturkirche, weil wir hier keinen großen Raum haben, wo wir große Veranstaltungen durchführen werden. Hier wird es dann noch eine Befragung geben der Bürger und am 30.10., so hat mir der Ortsvorsteher erstmal die Informationen gegeben, wird es eine Einwohnerversammlung geben und dass erstmal ein Konzept erarbeitet wird. Und wir sitzen ja jetzt hier so wunderschön in der Sonne an diesem wunderschönen Brunnen hier mitten in der Stadt. Bäume könnten hier noch her. Bäume haben natürlich meine Bürger hier auch vermisst. Aber da habe ich eine gute Nachricht. Da hat Herr Schunk gesagt, die Bäume kommen endlich. Die kommen noch in diesem Jahr. Also können wir uns auf die Bäume noch freuen und sind ja dann auch Schattenspender, wie Sie schon richtig sagen. Super. Ja. Jetzt wollen wir am Schluss, habe ich natürlich noch die Standardfrage erörtern. Für die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Stadt Übigau-Wahrenbrück, gibt es etwas, was auf Ihrer Liste ganz oben steht, wo Sie sagen, ist mir ganz wichtig, auch wenn ich es vielleicht nicht bis ans Ende meiner Amtszeit durchbringe, aber das Projekt sollte unbedingt.
Ein einzelnes Projekt ist schwierig. Ja. Ganz, ganz wichtig ist die Verbesserung der Infrastruktur in meinen beiden Städten und in den Ortsteilen, um auch junge Leute ranzubringen. Und was immer wieder Thema ist, natürlich Erhalt hier der Ärzte, weil Gesundheit ist das A und O, weil wir ja viele ältere Menschen haben. Und da müssen wir kämpfen, dass wir auch weiterhin unsere Krankenhäuser behalten, beziehungsweise auch unsere Arztpraxen. Das ist so ein Wunsch, den ich bis zu den nächsten 5 Jahren dann, sagen wir mal, erfüllen möchte. Dann drücken wir dafür herzlich die Daumen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns noch mal eingeladen haben, Frau Happe. Ich wünsche alles Gute, vor allem Gesundheit. Das ist heutzutage das Wichtigste. Vielen, vielen Dank. Und Sie sind immer wieder gerne Gast bei uns das, in der Stadt Übigau-Warmbrück. Da werden wir gerne drauf zurückkommen, liebe Zuschauer. Das war also unsere Bürgermeistersprechstunde von hier. Und wir machen uns auf den Weg jetzt nach Elsterwerda und melden uns von da aus wieder. Bis dahin, tschüss, sagt Andreas Gröber.